Hallo zusammen, mein Name ist Philipp Krasnick und ja, ich wurde schon angekündigt, ich bin ein junger Grüner. Ich bin aber mehrere Sachen auf einmal und so viele Anstecker kann ich mir nicht irgendwo dranhängen. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal für uns alle, dass ich gar nicht von hier komme, sondern aus unserem aus eurem Nachbarkreis Limburg-Weilburg. Ich habe heute Morgen übers Internet noch einen Artikel im Internet gesehen. Die NPD kommt hierher. Für irgendwas hast du doch ein Auto, also rein da und hin. In unserem Kreis Limburg-Weilburg sind wir gesegnet, dass wir keine Braunen irgendwo in irgendwelchen Parlamenten sitzen haben. Da bin ich sehr froh drüber. Und deshalb müssen wir uns auch gar nicht so stark mit denen auseinandersetzen, vermeintlich. Trotzdem gibt es auch bei uns immer wieder Gefahren. Und deshalb haben wir als Kreistag, wo ich mit drin sitze, haben wir einen ganz klaren Beschluss letztes Jahr gefasst. Und zwar betrifft das eine der deutlichsten Spuren, die Nazis vor 80 Jahren hinterlassen haben. Wir haben bei uns im Kreis die Gedenkstätte Hadamar. Für die, die es nicht kennen, Hadamar war eine psychiatrische Anstalt, die umfunktioniert wurde zu einer systematischen Tötungsanstalt von Behinderten aller Art. Graue Busse sind dort angekommen in einer Holzgarage, ich habe mir das vor ein paar Monaten erst wieder selber angeguckt, wo die ohne Licht einfach aus dieser Garage in einen Keller verschifft wurden. Einfach runter mit euch, zieht eure Sachen aus, da ist die Dusche, ich habe selber drin gestanden und haben die Leute dort auch systematisch vergast. Und wir haben zusammen diesen Beschluss gefasst, dass wir alles dafür tun, dass so viele Menschen wie möglich sich das angucken können. Und deshalb möchte ich auch alle Anwesenden einladen, guckt euch an, was für Spuren diese Verbrecher hinterlassen haben und was wir nie wieder haben wollen. Dieser Beschluss, von dem ich euch berichte, der hatte noch einen zweiten Teil. Es geht nicht nur darum, die Vergangenheit zu erhalten, sondern wir haben uns auch ganz klar positioniert, wir wollen in die Zukunft gucken. Wie kann man schauen, dass das auch weitergetragen wird? Wir haben unseren Schulen empfohlen als Schulträger, dass sie den 27. Januar, den internationalen Tag gegen den Holocaust und für die Opfer desjenigen, dass dort ein Aktionstag gemacht wird. Wir haben gesagt, guckt euch Filme an, da ist das größte Kino in Limburg mit dabei. Da, die Schulen können sich Workshops holen, die können Referenten holen, alles tun, damit man sich einmal im Jahr damit beschäftigen kann, außerhalb des Unterrichtsstoffes, was hat das eigentlich mit mir zu tun und warum ist es immer noch wichtig, dass wir Widerstand leisten und warum, das sehen wir heute hier, wenn noch solche Leute hier rumlaufen dürfen. Ich habe gesagt, mir fehlen die anderen Anstecker, einen habe ich allerdings gerade dran. Das ist mein Grüner und als solcher möchte ich einmal meinen jungen Kollegen hier aus dem Landil-Kreis gratulieren, der Grünen Jugend Landil, die sich letztes Jahr hingestellt haben und gesagt haben, wir machen ein Konzert gegen rechts, eine super Veranstaltung. Stellvertretend dir, Torben, möchte ich einmal danken, dass ihr euch so engagiert dahinstellt mit allem Mut, den ihr habt. Und ihr da auch Rechtsradikale vor der Tür stehen hattet und trotzdem gesagt habt, wir wollen zusammen feiern und zeigen, dass wir vielfältig sind. Von daher, Dankeschön. Der letzte Hut, den ich aufhab, ist meiner als Christenmensch. Ich engagiere mich bei uns in der Jugendvertretung und da habe ich eine ganz einfache Überzeugung. Ein Mensch ist ein Mensch und aus meiner christlichen Überzeugung ist er nun mal Gott geschaffen und geliebt. Und das ist egal, was für ein Mensch das ist, egal wie der aussieht, egal was der denkt sogar, trotzdem ist er geliebt. Und dieses Geliebtsein, dieses Menschsein, das dürfen wir keinem absprechen und das sollten diese Herrschaften da drin auch mal lernen. Dankeschön. Ja, das macht Hoffnung. Wenn nicht nur wir Älteren da sind, sondern ihr den Stab weiternehmt
und euch mit engagiert. Das brauchen wir. Ein buntes Bündnis von alt und jung und in verschiedensten Ausrichtungen. Das freut mich heute, dass so viele verschiedene Menschen hier sind, in verschiedenen Netzwerken, und das werden wir brauchen. But I am not on top. I got my sisters here. We all been planting crop. To water all the meek. We working nonstop. Come on and love your neighbor. Don't let the pistol pop. I'm flying high now. Up in my helicopter. But I don't need no gas. I got a hyper chopper. I heard some say no one can stop ya. Our biggest enemy, the clock watcher.